Jo, was geht, meine Zellibalisten? Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und in diesem Video zeige ich euch ein satanistisches Ritual, beziehungsweise wie ihr ein Pentagramm unter einem Haus finden könnt. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles, spooky Easter Egg. Und zwar findet das Ganze hier an dieser Hütte statt. Ihr findet diese Hütte auf der Karte bei New Hanover, direkt bei dem R. Seid ihr dann an dieser Hütte, dann müsst ihr warten, bis es Nacht ist, denn das Ganze findet zwischen 4 Uhr in der Früh und 5 Uhr statt. So, wir haben jetzt 4 Uhr und siehe da, unter der Hütte leuchtet es rot. Das Pentagramm ist erschienen, das satanistische Ritual hat begonnen. Sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr spooky-mäßig aus. Ich finde es einfach nur geil, dass Rockstar dieses Easter Egg mit eingebaut hat. Ist auf jeden Fall mal was Geiles. Wenn ihr jetzt ein Lager aufschlagt in der Nähe der Hütte, dann passieren verrückte Sachen. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, schaltet jetzt ab. Und die, die es sehen wollen, bleibt gerne dran. That's fire. Mind if I warm my bones? Y'all knew this was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we don't protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Come on, let's go. I think you got the message. I'll kill you next time. Auf jeden Fall geil, ne? Die Aktionen nach diesem Ritual sind verschieden. Also es passiert nicht immer nur das Gleiche. Also es kann sein, wenn ihr das Ritual seht und ihr schlagt ein Lager auf, werdet ihr nicht bedroht, sondern es kommt was anderes. Aber lasst euch überraschen, probiert es aus und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es wieder an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.